Vor fast 20 Jahren erfuhr Dieter Kschibowski, er sei zuckerkrank, wie es damals hieß. Er nahm Medikamente und stellte zusätzlich auf Anraten des Arztes seine Ernährung drastisch um. Bei einer Schulung, und zwar war das eine Ernährungs- und Diabetes- und Diätberaterin, die gesagt hat, bitte lassen Sie das, die normalen Produkte weg, da ist zu viel Zucker drin, nehmen Sie die für Diabetiker geeignete Sachen. Daran hielt sich Dieter Kschibowski peinlich genau. Er verzichtete auf Zucker, kaufte nur noch Diabetiker-Lebensmittel. So wollte er die Krankheit in den Griff bekommen. Ohne Erfolg, im Gegenteil. Ich habe so um die 16, 17 Kilo zugenommen. Gewichtszunahme ist gefährlich für Diabetiker. Die Tabletten reichten nicht mehr. Er musste Insulin spritzen und davon jedes Jahr mehr. Es ging ihm immer schlechter. Noch finden sich Diabetiker-Lebensmittel in fast jedem Supermarkt. Aber nicht mehr lange. Heute macht es der Bundesrat offiziell. Lebensmittel speziell für Diabetiker sind überflüssig und sollen abgeschafft werden. Das heißt, in 2 Jahren dürfen keine Diabetiker-Lebensmittel mehr produziert werden. Die Besonderheit der meisten dieser Lebensmittel, der Zucker wird durch Fructose ersetzt. Hier zum Beispiel. Fructose 44 Gramm von 100 Gramm Konfitüre. Bei der Nusscreme sogar Fructose 47%. Mediziner halten Diabetiker-Lebensmittel längst für überflüssig, sogar für schädlich. Diese Diabetes-Lebensmittel mit dem Inhaltsstoff Fructose über einen langen Zeitraum eingenommen, in diesen Mengen, wie wir sie hier auf dem Tisch sehen, sind durchaus gesundheitlich bedenklich. Und man sollte sehr genau abwägen, ob man diese Produkte weiterhin verwendet. Eine typische Tagesration Diät-Lebensmittel. Zum Frühstück Diät-Marmelade 21 Gramm Fructose. Diät-Nusscreme 24 Gramm, zum Kaffee ein Teelöffel reine Fructose 4 Gramm. Am Nachmittag dann noch 2 Riegel Schokolade mit 10 Gramm Fructose, macht zusammen mindestens 69 Gramm Ersatzzucker. Das ist gesundheitsschädlich. Fructose führt dazu, dass der Patient an Gewicht zunimmt und dass die Leber verfettet. Und über diese Gewichtszunahme stellt sich eine Verschlechterung des Blutzuckerstoffwechsels ein. Und das kann dazu führen, dass der Diabetes sich verschlechtert oder gar ein Diabetes auftritt. Statt dem Patienten zu helfen, verschlimmern diabetische Lebensmittel mit Fructose die Krankheit oder verursachen gar Diabetes Typ 2. Äußeres Zeichen ist meist eine starke Gewichtszunahme. Jeder zweite Diabetiker kauft diese Produkte in der Überzeugung, etwas Gutes für sich zu tun. Und damit macht die Lebensmittelindustrie ein gutes Geschäft. Hier ein Preisbeispiel. Die normale Milka Vollmilchschokolade kostet 99 Cent. Das vergleichbare Diätprodukt 1,79 Euro, fast doppelt so viel. Leibniz Schoko Vollmilchkekse 1,39 Euro. Das vergleichbare Diätprodukt 2,49 Euro, ebenfalls fast doppelt so teuer. Verbraucherschützer kritisieren die Preistreiberei seit Jahren. Die Produkte werden aus wirtschaftlichen Gründen angeboten. Sie sind 30-100% teurer, ohne dass die Inhaltsstoffe das rechtfertigen würden. Das heißt, damit werden die Verbraucher über den Tisch gezogen. Die Hersteller berufen sich auf § 12 der Diätverordnung, der noch besagt: Diätetische Lebensmittel für Diabetiker müssen folgenden Anforderungen entsprechen. Anstelle dieser Stoffe dürfen nur Fructose sowie Süßungsmittel nach Maßgabe zugesetzt sein. Diese Vorschrift wird es nach der heutigen Abstimmung im Bundesrat so nicht mehr geben. Sie ist wissenschaftlich längst überholt. Insofern sind insbesondere die langfristigen Nachteile, die man der Fructose nachsagt, natürlich eigentlich ein massiver Grund, solche Produkte vom Markt zu nehmen, weil sie eben keine Vorteile haben, die für den Diabetiker geeignet sind, dass er seinen Stoffwechsel verbessern könnte. Für die Wissenschaft ist es längst ein Gemeinplatz. Ein Diabetiker soll sich genauso ernähren wie ein gesunder Mensch. Das macht Dieter Kschibowski inzwischen und treibt zusätzlich Sport. Heute braucht er fast kein Insulin mehr. Und von da ab habe ich aufgehört zu spritzen. Das ist genau jetzt ein Jahr, noch ein paar Tage, das ist ein Jahr her, dass ich nicht mehr spritze. Seit er auf diabetische Lebensmittel verzichtet, geht es Dieter Kschibowski besser.